Bruno Hollnagel für die Fraktion der AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren. Der EZB-Rat wird noch in diesem Jahr über eine Änderung der Satzung des europäischen Systems der Zahlungsbanken entscheiden. Diese Änderung betrifft die Regelung zu Zahlungssystemen, Artikel 22 des Statuts. Die Situation bietet uns die Möglichkeit, das System zu verbessern. Diese Chance sollten wir nutzen, denn es ist nötig. Meine Damen und Herren, Herr Dr. Beermann, Mitglied des Bundesbankvorstandes, sagt, solange das Eurosystem unverändert fortbesteht, sind Target-2-Salden nicht risikobehaftet. Die Frage ist nun, und was geschieht, wenn ein Land den Euroraum verlässt? Dazu schreibt der EZB-Präsident Mario Draghi, wenn ein Land das Eurosystem verlassen würde, müssten die Forderungen oder Verbindlichkeiten der nationalen Zentralbank gegenüber der EZB vollständig beglichen werden. Was heißt das denn? Target-2-Salden sind eben nicht nur zahlungstechnische Verrechnungssalden, sondern haben den Charakter von Krediten. Die verantwortliche Politik darf dazu nicht länger schweigen. Immerhin ist es im Fall der Bundesbank eine Summe von 960 Milliarden Euro, die da zu diskutieren ist. Das ist ein Volumen in dem Gesamtwert des Bundeshaushalts der letzten 3 Jahre. Die spannende Frage ist nun, was geschieht, wenn zum Beispiel Italien aus dem Euro austritt, was ja in diesem Jahr schon diskutiert worden ist, und Italien dann die fälligen Gelder nicht bezahlen kann oder nicht bezahlen will. Holt sich die EZB das Geld dann mit Panzern? Wohl kaum. Was geschehen würde, steht im Monatsbericht der Deutschen Bank vom März 2017. Target-2-Verbindlichkeiten eines austretenden Landes, die nicht vollständig erfüllt werden, führen zu Verlusten bei den verbleibenden Zentralbanken. Den letzten beißen die Hunde. Bezüglich der deutschen Bundesbank bedeutet das ein Verlustrisiko in dreistelligen Milliardenbetrag. Darin liegt ein erhebliches Erpressungspotenzial nach dem Motto, ich bleibe im Bild mit Italien, gebt Italien frisches Geld, damit ihr nicht eigenes Geld verliert. Das darf und kann nicht richtig sein. Die enorm großen Target-2-Salden bergen also große Risiken und Erpressungspotenzial. Jeder Einwohner Deutschlands steht diesbezüglich mit 12.000 Euro im Risiko. Wir fordern deswegen Sicherheiten für diese Risiken in der Hand der Deutschen Zentralbank. Weiterer Fakt ist, für die erwähnten Kredite bekommt die Deutsche Bundesbank keine Zinsen, trägt aber die Risiken, die sie, wenn sie dann die bekämen, an den Bundeshaushalt weiterleiten könnten. Meine Damen und Herren, wir reden über Belastung unserer Bürger im Zusammenhang mit exorbitant hohen Steuern. Wir reden hier über Altersarmut, wir reden über sozialen Wohnungsbau, über mangelhafte Infrastruktur, über Millionen Kinder, die unterhalb der Armutsgrenze leben. Wir reden aber nicht über potenziell entgangene Zinseinnahmen der Target-2-Salden im Volumen von immerhin einem zweistelligen Milliardenbetrag.
Mit Zinsen in Höhe von 2% oder Tagesforderungen wäre der Soli bezahlt. Faktisch verschenken wir Geld ins Ausland. Das ist den Bürgern nicht zu vermitteln. Die Bürger haben nichts zu verschenken. Bildlich gesprochen, die Deutsche Zentralbank hat der EZB die goldene Kreditkarte gegeben und hat die Nummer für die Sperrzentrale gleich mit verschenkt. Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Ende. Das ist unverantwortlich. Ich komme zum Schluss, richtig. Wir haben die Pflicht, mögliche Schaden von unserem Land abzuwenden. Ich rufe Sie deswegen auf, Ihres Amtes zu walten und unseren Antrag anzunehmen, damit der Schaden von unserem Land ferngehalten wird. Dankeschön. Für die CDU-CSU-Fraktion hat das Wort der Kollege André Berghecker.